Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen in meiner Küche zu einem neuen Video mit deiner Sue Cuisine Connect. Heute habe ich, anlässlich von Nikolaus, unter anderem eine ganz tolle Überraschung für euch. Also nicht wegschalten, bis gleich. So, da bin ich wieder. Schön, dass ihr dran geblieben seid, denn es lohnt sich wirklich. Als erstes möchte ich mit euch ein Rezept aus dem Cooking Pilot machen, einen Vanillepudding. Und als nächstes habe ich dann die Möglichkeit, euch zwei von diesen tollen Maschinen zu verlosen. Die hat mir die Firma Heuer zur Verfügung gestellt. Also unbedingt dranbleiben, damit ihr dann in den Lostopf hüpfen könnt. Gut, würde ich sagen, fangen wir an. Und anlässlich von Nikolaus habe ich mir natürlich so eine lustige Mütze aufgesetzt. Und ja, wir waren halt einfach mal danach. Gut, dann starten wir das Rezept. Also Vanillepudding findet man unter der Rubrik Desserts. Habe ich mir jetzt schon hergeholt. Und als erstes können wir eine Vanilleschote aufschlitzen und das Mark mit einem Messer entfernen. Habe ich jetzt alles schon mal vorbereitet, damit es nicht so lang dauert. Und des Weiteren habe ich die restlichen Zutaten mir schon hergerichtet. Man braucht Milch, Zucker, Stärke und Eigelb und eine Prise Salz. Aber ich tue euch das Rezept wieder unten verlinken. Oder wer die Maschine selber hat, kann das ja dann auch ganz gut nachkochen. Gut. Dann kommt als erstes das Mark der Vanilleschote, zwei Eigelb, habe ich auch schon mal getrennt die Eier vorher, und eine Prise Salz in den Mixbehälter. Also ich nehme jetzt da einfach bloß mal ein bisschen was. Gut, die Eier sollten Größe L haben. Dann 500 Gramm Milch dazu. Ich habe mir das immer schon ein bisschen hergerichtet, weil es dann für euch einfach schneller geht. 60 Gramm Zucker hinzu. Jetzt habe ich natürlich meinen Esslöffel wieder vergessen. Und ihr könnt merken, 60 Gramm sind ungefähr 3 Esslöffel. Wenn man sie häuft. Ja, 55. 60. Gut. Dann 40 Gramm Speisestärke. Also immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Zutaten, weil die Maschine ja ein bisschen Zeit verzögert wiegt. So. Gut. Und das Ganze 8 Minuten Stufe 3, 100 Grad. Ich tue jetzt noch zum Schluss meine Vanilleschote mit dazu, kommt in den Deckel mit rein, durch den Deckel mit rein, dann gibt es einfach ein bisschen mehr Vanillearoma. So, das lasse ich jetzt laufen und dann sehen wir uns nachher mit dem Ergebnis. Ich mache natürlich einen Geschmackstest und dann kommt natürlich eine tolle Überraschung für euch. Bis gleich. So, jetzt schauen wir da mal rein. Oh ja, der schaut ja super aus. Schaut sich das mal an. Sehr, sehr lecker. Der ist richtig fest schon geworden. Also wunderbar. Also ich fülle den jetzt in so eine Schüssel rein. Ich nehme dazu wieder meinen externen Griff. Da könnt ihr unten in der Infobox schauen. Da habe ich euch einen Link reingesetzt, wo man den Griff bestellen kann, wer es interessiert oder wen es interessiert. Ja. Weil ich finde, der ist super, wenn der Topf nicht so voll ist, dass man da die Sachen schön rauskratzen kann. Wenn er natürlich voll ist, der Topf, ist es nicht so toll, weil der dann einfach viel zu schwer wird. So, jetzt ist da meine Vanilleschote drin. Die nehme ich dann raus, die schaut so aus. Und dann gehe ich da noch ein bisschen. Ah ja, mir reicht eine Schüssel. Schüsselchen. Und fülle das jetzt in die Schüssel rein. Oh, der schaut wirklich gut aus. Überall sind so schöne kleine Pünktchen drin von der Vanilleschote. Wunderbar. Ich habe mal den Schokopudding gemacht, das ist auch schon Zeit lang her. Der ist nicht ganz so fest worden. Aber dieser hier, wow,
Lecker. So, jetzt probiere ich das Ganze natürlich. Ich habe immer da noch ein bisschen was übrig gelassen. Warm, wie er ist. Ui, sehr gut. Also, den leere ich jetzt ein bisschen aus. Und stelle ihn in den Kühlschrank. Man kann jetzt da eine Folie drüber tun, so Frischhaltefolie oder auch einen Deckel. Das verhindert, dass der Pudding eine Haut bekommt. Das werde ich auch machen. Und dann stelle ich den, also nicht in den Kühlschrank. Ich sage, steht zwar lange soll ich in den Kühlschrank tun, aber warm im Kühlschrank ist es natürlich auch nicht so toll. Sondern ich lasse ihn heraus, bis er einigermaßen abgekühlt ist, weil das dann einfach für den Kühlschrank nicht so gut ist, wenn man den warm da reinstellt. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptteil dieses Videos, der Verlosung. Also ich darf, wie gesagt, zwei von diesen Monsieur Cuisine Connect an euch verlosen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Und ihr wartet bestimmt schon alle ganz gespannt darauf, was ihr machen müsst, aber es ist nicht schlimm, ihr braucht mir nur eine E-Mail schreiben an diese unten eingeblendete E-Mail-Adresse. Also kein Video kommentieren, sondern nur eine E-Mail schreiben und dann nehmt ihr alle automatisch an der Verlosung teil. Schreibt mir einfach, warum ihr die Maschine gewinnen wollt, was eure Lieblingsrezepte sind, was ich vielleicht mal gern machen möchte oder machen soll, besser gesagt, als Video. Und dann hüpft ihr alle in den Lostopf hinein. Die Verlosung dauert bis 10.12. 18 Uhr. Dann werden am 11. Dezember in der Früh die Gewinner ermittelt und diese werde ich dann per E-Mail informieren, dass sie gewonnen haben. Gut, dann war es das eigentlich von mir. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr Glück habt. Probiert es einfach. Man weiß nicht, wenn man nicht mitmacht, kann man natürlich auch nicht gewinnen. Und dann vielleicht sehen wir uns nochmal wieder vor Weihnachten zu einem neuen Video. Ansonsten wünsche ich euch wunderschöne Weihnachten, eine schöne Adventszeit. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht bald wieder zu einem neuen Video.